Jetzt kommen wir aber zu unserem nächsten Programmpunkt. Da darf der Basti ausnahmsweise mal im Rampenlicht stehen. Ta-da-da-da. Ich sehe, ihr seid ein wenig beeindruckt. Die denken sich, hoffentlich ist bald vorbei. Nein, das denken wir uns ganz sicher nicht. Wir denken uns nur schon wieder im Lampenricht. Im Lampenricht. Akiba Pass, Katalogergänzungen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir haben ja jetzt letzte Woche schon im Guilty Crown, war letzte Woche, glaube ich, oder? Guilty Crown haben wir letzte Woche hinzugefügt zum Katalog. Black Bullet, diese Woche gestartet. Da zeigen wir euch gleich auch noch einen kleinen Trailer, damit ich Zeit habe, nach den Gewinnern zu gucken. Außerdem kann ich euch ankündigen, dass wir ab nächster Woche Montag starten werden mit Valrave The Liberator, unser allererster Simulcast ever. Der wird ab kommenden Montag, jeden Montag eine neue Folge bekommen, denn wir haben leider den Punkt erreicht, wo wir mit der Aufarbeitung unserer Folgen nicht mehr so schnell hinterherkommen, wie wir das ursprünglich mal gedacht haben. Deswegen schaffen wir es leider nicht mehr, euch die Blöcke so hinzuschmeißen auf Akiba Pass. Aber ich glaube, es ist auch ganz aufregend, wenn man jede Woche eine neue Folge hat, auf die man sich freuen kann. Wir haben uns auch ein Special überlegt. Ihr kriegt die ursprungsgetimten Videos von Valrave. Das ist nämlich Bastis Erstlingswerk. Das Meisterarbeit. Ist fast so gut wie die Sachen, die wir heute teilen. Nein, also Philipp hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben tatsächlich alles nochmal neu gemacht. Und beziehungsweise Verena hat das letztes Jahr alles neu gemacht. Hübsch gemacht. Jetzt kommen wir endlich dazu, das auch mal fertig zu checken und fertig zu bearbeiten, damit wir das dann auch irgendwann mal hochladen können, die nächsten 12 Jahre. Also ihr braucht keine Sorgen haben, es sind nicht die etwas experimentellen Untertitel, würde ich es jetzt mal nennen, die ich vor 3 Jahren verbrochen habe. Ja, avantgardistisch. Genau, die avantgardistischen Untertitel, die ich damals verbrochen habe. Sondern sie sind neu für euch überarbeitet. Und neben Valrave werden wir auch in den kommenden Wochen mit Fate Zero starten. Das Ganze wird es dann auch bei Akiba Pass geben. Und wir haben noch eine kleine Neulizenzierung in Anführungsstrichen. Wir haben ja schon Klassiker wie Wolf's Rain auf der Plattform. Wir haben hier Blood the Last Vampire auf Akiba Pass für euch geholt. Und wir freuen uns riesig, dass wir im kommenden Monat, im Juli, für euch auch einen weiteren Klassiker auf Akiba Pass starten werden durch Peppermint, nämlich Darker Than Black. Wird es da zu sehen geben. Ein richtig, richtig cooles Teil. Vielleicht kennt es der ein oder andere, der so in meinem Alter ist. hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber das ist das, was bei Akiba Pass eben sich tut in den kommenden Wochen im Katalogbereich. Darüber hinaus natürlich kommt auch die Sword Art Online Extra Edition, die aber schon ja im Kalender drin stand. Und Sword Art Online 2. Staffel kommt auch noch dazu. Also mehr als genug Programm. Neben dann den Simulcasts, auf die wir demnächst noch kurz eingehen werden. Jetzt brauche ich aber erstmal kurz Zeitschinderei, damit ich die Gewinner von unserem hier DVD-Gewinnspiel mal holen kann. Und in der Zwischenzeit, wie lange geht der Trailer? 2:21, das muss reichen. Für alle, die vielleicht Black Bullet noch nicht kennen, Black Bullet ist nämlich einer meiner tatsächlich Favorite-Titel, so, die wir im Simulcast bei uns mal hatten. Sehr, sehr cooles Teil, auch schon auf DVD und Blu-ray erhältlich. Aber jetzt auch bei Akiba Pass. Und Benny, hau doch einfach mal den Trailer raus und dann gehe ich mal Gewinner holen. Mein Kind, da kann man wohl nichts machen. Ich wurde für diesen Auftrag engagiert. Du scheinst erschöpft zu sein, Satori-Kun. In der Schule verbreitete sich plötzlich das Gerücht, Aihara-san sei eines der verfluchten Kinder.
Für die meisten Promoter sind Initiator ohnehin nichts weiter als ein Kampfwerkzeug. Warum die Mühe?